Ja, wie bereits in den letzten Videos angekündigt, möchte ich euch heute herzlich dazu einladen, an einer entspannten Trainingseinheit teilzunehmen, die zu Zeiten von Atlantis entwickelt wurde. Diese Methode dient zum einen dem Loslassen des Egos, was im Moment ja auch sehr gut zu der aktuellen Wellenenergie des Maya-Kalenders passt, und zum anderen können wir Disbalancen in uns und in unserem Umfeld harmonisieren, sodass wir und auch die Welt zu mehr Zufriedenheit oder auch generell in den Frieden kommen kann. Und auch geht es bei dieser entspannten Tempelreise darum, dass wir unsere ganz persönliche Kraft und weise Macht, die in uns liegt, wiederentdecken und vor allem auch in Anspruch nehmen. Wer mag, der kann gerne eine Kristallkugel während der Meditation in die linke Hand nehmen, denn wir erhalten ganz lichtvolle Downloads, die wir auch in diese Kristallkugel hineinleiten können. Und wenn du zu einem späteren Zeitpunkt diese harmonisierende Energie oder diese balancierende Energie brauchst, dann kannst du einfach diese Kristallkugel wieder in die Hand nehmen und sie wird die Energie an deinen Körper, Seele, Geist, System abgeben. Zudem besteht auch die Möglichkeit, die Kristallkugel an bestimmte Plätze, Orte oder Regionen zu legen, sodass diese Bereiche auch mit dieser hochschwingenden Energie geflutet werden und in die Balance kommen können. Und den Link zur gesamten Tempelmeditation findest du in der Videobeschreibung. Und der Planet Erde arbeitet, wie gesagt, im Moment sehr stark daran. Und unsere Aufgabe ist, das jetzt in uns selber auch herzustellen. Und dafür machen wir jetzt eine spezielle Übung, wo wir den Tempel, den lilafarbenen Tempel der Ausgeglichenheit besuchen. Atlantische Heilmethode zur Harmonisierung von Körper, Geist und Seele oder auch von Räumen, Plätzen und ganzen Regionen.